Jeder Unternehmer und jeder Zahnarzt und jeder Selbstständige hat eigentlich immer so eine Hauptherausforderung, vor der er jetzt gerade so steht. Weil, es gibt so eine Art Herangehensweise, nämlich das nennt sich engpasskonzentrierte Strategie. Das heißt, als Unternehmer sollte man sich eigentlich immer auf einen bestimmten Engpass konzentrieren, weil es gibt irgendwo immer den Flaschenhals, der jetzt gerade das Wachstum oder im Prinzip das Weiterkommen des Unternehmens am meisten einschränkt. Und das heißt, wenn man sich immer eigentlich auf den einen Engpass konzentriert, dann würde das dazu führen, dass man relativ effizient sein Unternehmen führt. Und sobald dieser Engpass beseitigt ist, gibt es wieder einen neuen Engpass, weil dadurch, dass man den Flaschenhals weitet, wächst man wieder und man wächst in ein neues Problem hinein. Und was würdest du sagen, ist momentan so euer größter Engpass in eurem Unternehmen? Also, wir hatten verschiedene Engpässe, wir sind hier beim Thema Social Media Marketing. Wir hatten vor 1,5-2 Jahren ganz klar den größten Engpass, ärztliches Personal zu finden. Und zwar ärztliches Personal, das vom Mindset und auch von der fachlichen Aufstellung in die Praxis reinpasst. Also wir brauchten definitiv jemanden, der sagt, ich möchte die Praxis fachlich nach vorne bringen, ich möchte sie persönlich nach vorne bringen, ich bin bereit, mich persönlich zu engagieren. Ich bin eventuell auch bereit, unternehmerisch denkend mit zu investieren. Und das sind halt Voraussetzungen, die findet man kaum. Also was man sehr viel findet ist, ich möchte mehr Freizeit haben, ja. Ich möchte wahnsinnig viel Geld verdienen, ich möchte einen Ausgleich zwischen Berufs- und Arbeitsleben haben und so weiter, ja. Was ich persönlich nie so für mich sagen würde. Also für mich gehört zu einer Person das Berufs- und Privatleben zusammen. Speziell als Unternehmer kann ich nicht sagen, heute schließe ich die Praxis zu und jetzt bin ich privat hier unterwegs und gleich mal gehe in Jogginghose und Turnschuhe auf die Straße. Wobei du jetzt natürlich auch einen Angestellten hast, der natürlich ein bisschen anderes, sag ich mal, der hat eine andere Motivationslage. Andere Motivationslage, aber ich würde von einem Angestellten immer erwarten, dass er auch außerhalb der Praxis uns als Unternehmen repräsentiert, dass Absolut. Das in seinem Kopf drin ist. Ne? Ja. Also das ist klipp und klar eine Anforderung und da war für uns auf ärztlicher Ebene ganz klar der Flaschenhals, gerne auch gepaart. Damals, wir sind zwei Männer, wir sind eine sehr männerlastige Praxis. Ja. Sehr gerne eine weibliche Zahnärztin. Das Spektrum das, quasi ein bisschen. Genau, Spektrum zu weiten. Ich habe immer gesagt, wenn dort derjenige noch einen Migrationshintergrund hat, umso besser. Ja, also das ist eben auch ein Punkt, ohne den jetzt werten zu wollen, der für Patienten wichtig ist. Es gibt Patienten, ja. Die wollen von einer Frau behandelt werden, der nächste will vom Mann behandelt werden, der andere will einen Alten, der nächste einen jungen Arzt oder Ärztin und der andere möchte vielleicht jemand haben, der irgendwie Verbindung zu dem eigenen Kulturkreis hat oder nicht oder wie auch immer. Klar. Je mehr Ähnlichkeiten da sind, umso besser fühlt man sich erstmal verstanden und aufgehoben. Genau, das ist so der Punkt. Und das kann man zwar zerstreuen, ne, wenn man ihn dann doch dazu bringt, zu sagen, ich probiere das doch mal aus. Und wenn man ihn dann überzeugt, dann hat man das, aber man hat natürlich immer Kommunikationshürden dadurch. Ne? Ja, wichtig ist mir, es sollte keine Bewertung sein. Es ist erstmal etwas, was da ist in der Welt und was ich, wenn ich es positiv sehe, bereit bin anzunehmen. Ne? Ja. Es ist ja kein Ausschluss, wo man sagt, ich möchte nicht von dem behandelt werden, weil er eben aus Deutschland kommt oder aus der Türkei oder so, das ist wieder was anderes. Aber dieses Positive sollte man auch als einfach abbilden, auch in der Belegschaft. Das ist so. Und da war auch bei uns der klare Punkt. Und wir sind einfach dahin gekommen, dass wir gesagt haben, oder sag ich mal, parallel dazu haben wir auch gesehen, wir bieten für unsere Region eigentlich einen top-technischen Standard an mit der Ausstattung. Das war uns für immer ein Anliegen und wir haben gemerkt, aber auch hier, es fehlt die Sichtbarkeit. Ja, also es hat vielleicht vor 15, 20 Jahren noch geklappt, dass man sagt, okay, es gibt die Mundpropaganda oder wie auch immer, man macht den berühmten Tag der offenen Praxis, all diese Dinge und dann spricht sich das um. Und wir haben für uns halt gesehen, okay, wir brauchen mehr Sichtbarkeit, auch um Personal zu gewinnen, was Ärzte betrifft. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit, um klar zu machen, dass wir bestimmte Dienstleistungen anbieten, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt Patienten, die das nicht wissen, obwohl sie in der gleichen Gegend wohnen. Das ist der Klassiker, ne? Es gibt manchmal so Leute, die sagen, ja, bei uns in der Nähe ist überhaupt kein gutes Restaurant und in Wirklichkeit ist nur um die Ecke ein super Restaurant, aber das Restaurant verpasst die Gelegenheit in der Kommunikation, zum Beispiel zu sagen, ich schalte jetzt mal im Umkreis von 2 Kilometern eine Facebook-Ad, die genau diesen Umkreis targetiert, sodass diese Awareness oder die Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt wird. Ne? Denn Aufmerksamkeit, das ist ja eigentlich so mein Claim für 2020, 2021, mit dem ich auch unterwegs bin, auch extern, ist, dass Aufmerksamkeit die neue Währung ist. Sowohl im Unternehmertum,
aber auch wenn du eine Personal Brand entwickeln willst oder wenn du in irgendeiner Art und Weise eine Botschaft hast, die irgendwo von jemandem gehört werden soll. Hier ist es eigentlich für alles. Also man hat es früher anders benutzt, ja. Da hat man gesagt, okay, ich brauche ein Netzwerk, aber auch wenn ich mich in einem Netzwerk bewege, brauche ich Aufmerksamkeit. Klar, ein Netzwerk an sich, das nicht funkt, ist erstmal nichts wert. Ne? Was bringt mir eine tolle Praxis, was bringt mir ein tolles Team, also quasi die interne Aufstellung eines Unternehmens, wenn das Unternehmen nach außen nicht kommuniziert und dann von den Leuten eben auch gehört wird und die Message dann irgendwo ankommt? Ja, das ist das Entscheidende und vielleicht, ich habe es für mich mal positiver formuliert. Am Ende möchte man ja die Dinge machen, die einem Spaß machen. So, und wenn der Spaß halt darin besteht, ich gehe jetzt mal vom oralchirurgischen Thema weg, zu sagen, ich mache gerne Wurzelbehandlung unter Mikroskop, dann muss ich halt das Thema an die Öffentlichkeit bringen, damit die Leute kommen. Insofern ist für mich Marketing und Social Media kein Selbstzweck, sondern es ist einfach, das ist für mich ein Hammer, den ich benutze, um den Nagel einzuschlagen. Richtig, es ist ein Werkzeug. Ja? Im Endeffekt möchtest du ja sozusagen die Wahrnehmung deiner Person oder deiner Fachperson, die du ja repräsentierst, so verändern, dass die Leute dich zum Beispiel nicht mehr als Allgemeinmediziner oder Allgemeinzahnmediziner sehen, sondern als den Spezialisten für XY. Und das schaffst du nur, indem du diese Botschaft immer wieder wiederholst und natürlich auch authentisch kommunizierst, dass du das Problem lösen kannst, für das diese Fachgruppe steht. Zum Beispiel in der Wurzelkanalbehandlung den Zahn zu erhalten oder in der Implantologie das Implantat so zu setzen, dass es eben noch 30 Jahre hält und ästhetisch ansprechend versorgt werden kann. Oder in der Prothetik einen tollen, ansprechenden, langhaltenden Zahnersatz zu machen. Ne? Natürlich. Ich denke, es ist auch kein Selbstzweck jetzt, sag ich mal, für die Praxis oder für Behandler, am Ende auch für die Patienten. Also wenn man über Versorgungssicherheit spricht, dann muss man auch darüber reden, bin ich sehr davon überzeugt, dass es an sich relativ viele Praxen gibt, die fachlich vielleicht in der Lage sind, Versorgungssicherheit zu bieten, aber sie werden überhaupt nicht von den Patienten wahrgenommen. Ja. So, und dann gibt es einen Kreis, sag ich mal Landkreis XY, wo dann gesagt wird, um zum guten Arzt zu kommen, muss ich 60 Kilometer fahren. Ja, obwohl es gar nicht wirklich so ist. Ne? Obwohl es nicht stimmt, aber man hat halt das Gefühl, ich muss in die Großstadt. Ich habe eine richtig provokante Aussage, nämlich kein Marketing zu machen, ist unterlassene Hilfeleistung. Und es ist egoistisch in der Hinsicht, dass man eigentlich die Dreistigkeit besitzt, seine eigene Expertise, die man hat, nicht zu kommunizieren und dann dafür zu sorgen, dass der Patient irgendwo anders hingeht, wo er eigentlich schlechter versorgt ist. Ja, das ist so. Ne, das ist provokant, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es wahr. Das ist so, ich möchte nicht sagen Eingebildetheit, aber vielleicht ein überzogener Status, so nach dem Motto, dass der Leistungserbringer nicht in der Pflicht ist, zu sagen, was er kann, sondern der andere, der muss es erraten. Der muss es erkennen. Ne? Ich bin da, komm zu mir, ich stehe hier. Und jeder, der es nicht kapiert, ist selber schuld. Aber selber schuld ist nur der Unternehmer. Definitiv. Das ist so. Du bist für alles verantwortlich, im Positiven wie im Negativen, was in deinem Unternehmen passiert. Also das ist Hybris, trifft so ein bisschen. Das kann man ja bei dem oder anderen Unternehmen dann sehen, das sagt, hey, wir sind so toll, was sollen wir machen? Genau. Ich sag mal, selbst der FC Barcelona hat irgendwann gemerkt, dass sie mit UNICEF nicht Messi bezahlen konnten. Warum macht Apple das wertvollste Unternehmen der Welt oder zeitweise, ich weiß nicht, wann diese Podcast-Folge gehört wird, aber sagen wir mal, Apple, eins der 5 wertvollsten Unternehmen in dieser Welt, warum machen die Marketing? Weil sie denken, wir sind uns zu schade dafür zu kommunizieren, wir haben jetzt das beste Produkt, jetzt muss es jeder sehen. Nein, sie machen es, weil sie wissen, dass die Steuerung der Aufmerksamkeit der Schlüssel dazu ist, dass das Produkt erfolgreich ist. Dass die Dienstleistung oder das Produkt gut sein muss, wenn du Marketing machst, ist ja eine Voraussetzung. Ja gut, das ist bei Apple natürlich eine amerikanische Sichtweise. Also ich sage mal, der Deutsche mit seiner preußischen Hingabe, der hat es ja geschafft, dass er das Fax entwickelt, dass er selbst das DVT, was bei dir in der Praxis steht, entwickelt, die Technik dahinter. Ja. Und am Ende bringt er die PS nicht auf die Straße und verkauft es. Genau, aber der Hebel liegt für die Unternehmen nicht mehr in der Ausführung, in dem technischen Bau, sondern in dem Schöpfungsprozess der Idee, sozusagen das zu entwickeln. Also sprich, Apple verdient ja sein Geld mit den Ideen und nicht mehr im Zusammenbau der Geräte, weil das haben die alles outgesourced in andere Länder. Ja, aber das ist, Apple hat das vielleicht begriffen, viele andere Tech-Firmen auch, aber ich habe, weil du gerade eine provokante Frage meintest zu stellen, ich habe mal einem Vertreter aus unserem Fachbereich, einem Implantatvertreter gesagt, warum seine Firma nicht auf die Idee kommt, statt der Hardware die Software zu verkaufen.
Ja. Also wenn ich einen Preiskampf habe bei Implantaten, ja. Ne, wer macht das preiswerteste Implantat, warum ja. verabschiede ich mich nicht daraus und sage, ja. hey, jetzt mal als Gedankenspiel, wir stellen es euch zur Verfügung, das Implantat, aber ihr zahlt nicht für das Implantat, sondern ihr zahlt für die Schulung, für die Ausbildung, die euch in die Lage versetzt, es zu setzen. Dann habe ich auch einen viel, viel größeren Wettbewerbsvorteil gegenüber meinen, sag ich mal, Preiswertkonkurrenten. Ich kann trotzdem ja. noch eine gute Qualität auf den Markt bringen. Also das ist das Gleiche. Das ist so der Wechsel von Hardware zu Software. Und das merkt man, glaube ich, aber auch, wir haben es bei uns im Marketing, wir haben jetzt seit anderthalb Jahren angefangen, noch nicht so lange wie du. Ja. Wo wir gesagt haben, okay, warum sollten wir nicht in der Lage sein, das als eigenes Feld zu begreifen, wo wir unserem Patienten einen Wissensmehrwert geben? Warum muss der Patient in die Praxis kommen, um, sag ich mal, ein Füllungsmaterial zu bekommen? Oder keiner will, dass bei ihm gebohrt und geschnitten wird. Ja. Also, außer es ist notwendig. Das ist dann. Genau, man macht es wegen des Ergebnisses und nicht wegen des Prozesses. Genau. Ne? Niemand will ein Implantat. Jeder will wieder kauen können. Jeder will wieder schön sein. Das heißt, das ist ja auch die Kommunikation, die meisten Praxen, sie brauchen ein Implantat. Das sage ich nie. Ich sage, sie möchten wieder feste Zähne haben. Du musst die Idee hinter dem Mittel zum Zweck, dann das Implantat ist auch wieder nur ein Werkzeug. Das ist so. Ne? Und ja. Warum schaffen wir, oder klar, wir sind Bereicherung, wir, sag ich mal, wir leben dafür, wir verdienen damit unser Geld, wir können ja. das, ja. es macht uns Spaß, das ist richtig, aber ja. trotzdem sage ich immer, ein Teil, speziell bei uns in der Praxis, wo wir sagen, wir sind nicht nur rein bereicherisch, ein Teil unseres Aspektes muss immer sein, dass ein Patient auch in die Praxis kommt, weil er sagt, ich habe nichts, ich möchte gesund bleiben und ich möchte wissen, wie das weiterhin geht. Ja. Und dafür ist die Prophylaxe. Also ja. Dann sind wir in dem Punkt, wo wir sagen, auch Prophylaxe nicht mehr nur als Entfernen von, sag ich mal, Zahnsteinen und, ja. und Belegen, sondern ich sage, auch der Patient, der keinen hat, sollte einmal im Jahr in die Prophylaxe kommen und den Wissenszuwachs zu kriegen. Da sind wir komplett d'accord. Und dann geben wir halt Wissen weiter. Absolut. Ja, es ist einfach die Frage, die man sich ja immer stellen muss, ist, wie man sich selbst als Patient verhält. Also ich finde es zum Beispiel mal sehr interessant, wenn ich in Arztpraxen gehe, also meist nur um Impfungen abzuholen oder ähnliches, ja. aber ich nehme es mal immer bewusst wahr aus der Patientensicht. Ja. Ja, und viele Themen, die wir heute auch besprochen haben, die muss man sich ja mal visualisieren. Wie würde ich das als Patient sehen? Ne? Gehe ich in ein Restaurant ohne Homepage? Ich persönlich nein. Also ich, es sei denn, das wird mir von dir jetzt persönlich empfohlen und genau, gehe da hin. Kein neues schon. Restaurant. Aber genau, ich schaue mir vorher die Speisekarte an, ich schaue mir die Räumlichkeiten an und ich schaue mir natürlich die Bewertungen an. Klar, das auch. Das gehört alles dazu und am Ende, man fährt dahin, man reserviert, man möchte einfach, dass die Zeit gut ist. Das ja. ist einfach so. Niemand hat Lust auf eine negative Überraschung. Es gab eine Studie, da haben die wirklich mal ausprobiert und haben gesagt, wir haben hier zwei Wahlmöglichkeiten für dich. Entweder du bekommst vorhersagbar ein durchschnittliches Essen oder du kriegst eine Wundertüte zwischen richtig gut oder richtig schlecht. Was glaubst du, wofür haben sich die Leute entschieden? Das durchschnittliche Essen. Ja. ja, haben sie. Und zwar fast alle. Weil niemand möchte irgendwo hingehen und negativ überrascht werden. Die Vermeidung, etwas Negatives zu erleben, ist höher als der Anreiz, etwas Positives zu erleben. Und das liegt bei uns in den Genen begründet, weil früher, wenn du dich für Risiko entschieden hast, dann hat jeden zweiten der Säbelzahntiger gefressen und dann warst du eben weg. Und das Gen, dieses Genmaterial hat sich aussortiert, deswegen sind wir so gestrickt. Gut, das stimmt, wobei ich beim Essen selbst, sag ich mal, sehr überraschungsaffin bin, aber das ist etwas... Ja, es gibt immer Variabilität im Genpool, ich ja. bin ja auch so, aber der Durchschnitt, ne? Also der Durchschnitt tendiert dahin. Zum Beispiel unser Claim ist ja, wir sind alles außergewöhnlich. Ja, das ist so unser Claim, den wir viel nach außen spielen. Und dadurch qualifizierst du ja auch die Patienten schon vor, also sprich selektierst die Leute, die dann in deine Praxis kommen, weil jemand, der vielleicht... der Professor ist, der erwartet, dass der Arzt noch im Kittel kommt und mit Krawatte, gibt's auch. Das ist genau die Zielgruppe, die wir aber abstoßen wollen. Oder vielleicht wollen wir es nicht aktiv, aber wir sagen, wir möchten, wir sind so, wie wir sind authentisch, wenn wir ein bisschen crazy sind, wenn wir extrovertiert sind, wenn wir sagen, wir nehmen uns vielleicht selber nicht so ernst, weil wir natürlich, und dadurch ziehen wir viele Angstpatienten an, die sagen, ich möchte eher ein lockeres Ambiente, dadurch ziehen wir jüngere Leute an, dynamische Menschen, viele selbstständige Unternehmer, die auch so sind, weil sie auch sagen, ich brauche hier, ich möchte das nicht so verstockt haben, aber du stößt eben auch ein paar Leute ab. Du stößt, sag ich mal, den klassischen, jetzt, ich hoffe, ich diskriminiere jetzt nicht niemanden, den klassischen Beamten stößt du vielleicht ab, der sagt, auch bei mir muss alles schön geregelt sein und bloß nicht zu extrovertiert. Ne? Also das heißt, deine Kommunikation nach außen bedingt auch, wer dich findet. Das heißt, du musst dir ganz klar darüber sein, wer du bist und wie du wirkst und wen du damit anziehst.
Klar, das gehört zusammen. Ich würde es auch nicht so negativ sehen mit Abstoßen. Das greift vielleicht etwas auf, was du am Anfang gesagt hast. Es ist ja nichts Schlimmes dabei. In dem Maße, wie ich sage, welche Leistungen ich erbringe, gehört es ja auch dazu zu sagen, wie bin ich? Ja. Also was hilft es mir, wenn jemand mit der falschen Erwartung reinkommt und sagt, der Helker empfängt mich jetzt mit Kittel und Krawatte? Wenn das nicht der Fall ist. Genau. Und vor allem, wenn ich im Marketing schon anders kommuniziert habe, sag mal, da war ich total locker, weil ich sage, ich wäre gerne der coole, lockere Typ, aber eigentlich bin ich der seriöse Hemd- und Krawatte-Typ. Und du kommunizierst dann in dem Video, verstellst dich in dem Video, ziehst irgendwie ein lockeres T-Shirt an, redest vielleicht ein bisschen anders, kommt dann auch schon komisch rüber, weil du bist es ja nicht gewohnt, anders zu reden. Aber du machst es und schaffst es wirklich, jemanden zu blenden. Und der kommt dann und dann stehst du plötzlich da und kommst in Krawatte und Hemd. Das ist für den total strange und desillusionierend. Geht aber auch sehr schwer auf einen anderen Punkt über, der, sag ich mal, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin der Personalführung und auch der Teamaufstellung, wenn ich sage, okay, ich möchte unterschiedliche Charaktere ansprechen, weil es ja um die Weitung der Patienten, die ich anspreche, wünschenswert ist, muss ich ja automatisch in der Lage sein, unterschiedliche Charaktere in der Praxis so zusammenzuführen, dass sie zusammenarbeiten können. Das nennt sich Branding. Ja, Branding, aber also nach außen, sowieso. Ne? Ja, genau. Aber nach innen ist es natürlich dann. Habe ich bewusst unterschiedliche Leute, wo ich sage, okay, im Sinne des gemeinsamen Erfolgs schaffen wir es, durch eine interne Kommunikation Erfolg herzustellen. Dafür brauchst du so eine Art Basis, so Core Values, sag ich mal, mit denen sich alle identifizieren können. Sag ich mal, so eine Art Baseline oder eine Art Basis. Und dann gibt es die verschiedenen Auswirkungen in die verschiedenen Richtungen. Also jeder, ich finde, in einem Unternehmen muss man sich auf so eine Art Grundregelset einigen, nach denen alle willens sind zu spielen. Und dann aber alles andere ist Individualismus. Ist letztlich zwingend. Es ist auch zwingend, sag ich mal, diese Grundregeln einfach zu fassen. Das hört sich immer... Richtig, also deswegen heißen sie ja Core Values oder Grundwerte. Ne? Ja, das ist so, ist ein bisschen, geht manchmal unter. Es geht ja wirklich darum zu sagen, okay, ganz unterschiedliche Leute zusammenzuführen. Also wo man sicherlich gescheitert ist und es bereut hat. Sag ich mal, man guckt sich die Deutsche Bank an. Ja. Da habe ich ja genau einen Charaktertypus. Ne? Der ist ehrgeizig und zahlenverliebt. Mhm. Das sind die ich da finde. Ja. Und wenn sich dieses Unternehmen jetzt fragt, warum sie den Anschluss an Fintechs verloren hat, na, sag ich mal, liegt es wahrscheinlich in der Personalabteilung. Ne? Klar, also jedes Unternehmen hat diese Herausforderung zu schauen, wie ist die Unternehmenskultur und passt die in den Zeitgeist und ist die noch am Unternehmensmarkt kompetitiv irgendwie überhaupt, sag ich mal, wettbewerbsfähig? Aber ich glaube, das ist die generelle Herausforderung, die jeder Unternehmer hat. Seine Unternehmenskultur intern möglichst vielfältig zu gestalten, aber gleichzeitig nach außen eine Message zu bieten, die irgendwie in einer gewissen Weise einheitlich und einzigartig ist. Ne? Wenn wir sagen, wir sind alles außergewöhnlich, sperrt uns das ja nicht in der Vielfältigkeit der einzelnen Menschen ein, sondern eigentlich sagen wir damit nur, bei uns ist Durchschnitt eigentlich kein Thema, sondern wir sind außergewöhnlich. Und da ist ja sehr viel Interpretationsspielraum. Ne? Natürlich, da kann sich jeder dann wohlfühlen. Ne? Das ist so. Und das ist ja dann am Ende auch das Ziel, das man da hat. Erzähl doch mal ganz konkret, weil wir waren ja gerade beim Thema Marketing. Was hat sich bei dir durch das Thema Marketing und Content, Produktion, geändert? Haben sich die Patienten geändert? Was war der Impact bei dir in der Praxis überhaupt dafür? Also, wir haben ja angefangen, wie eingangs beschrieben, einfach Sichtbarkeit herzustellen, um affiner zu sein für hauptsächlich erstmal für die Personalsuche. Das heißt, es war gar nicht so sehr fokussiert auf Patientenboards. Sondern es ging natürlich dann aber so im Rahmen des Gesamtkonzeptes einfach uns als Praxis darzustellen und natürlich auch die Patienten anzusprechen. Das war ganz klar. Was sich geändert hat, ist sicherlich der Blickwinkel auf Social Media. Also wir waren die Ersten, die bei uns im Bereich eine Homepage hatten, haben die auch sehr, sehr gepflegt und waren da glücklich mit. Was wir aber nicht begriffen haben, ist, dass man die Dinge zusammendenken muss. Und wir haben im Prinzip diesen Anschlussbaustein mit der Zeit verpasst. Ja, also wir mussten nachholen, war auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Inwiefern war das schmerzhaft? Ich hasse es wie die Pest, wenn jemand vor mir ist. Kann ich mir ganz offen sagen. Okay. Also wenn ich erkenne, es gibt Bereiche, wo man droht, den Anschluss zu verlieren, ist das für mich ein extremer intrinsischer Faktor, der mich antreibt. Ja, das ist ja schon mal wichtig, weil sonst wärst du nicht die richtige Person im Unternehmen zu führen.
Ja, also das ist, auch der ist besser. Das sag ich mal, der ist so der, okay, der Wettbewerbspunkt, der das war, ich habe das eigentlich erst gesagt, für uns der Anfang Technik. Ja. Ja, da wäre es ruckzuck passiert, dass wir da Maßnahmen ergriffen hätten, ja, und auch oder eine einzelne Abteilung neu aufgestellt hätten in der Praxis. Weil du eh schon eine Grundaffinität zu dem Thema hast. Deswegen, ja, ist da deine Schmerztoleranz viel niedriger als beim Thema Contentproduktion zum Beispiel wahrscheinlich. Ja, ich habe die Bedeutung dann vielleicht auch am Anfang ein bisschen unterschätzt, ganz klar. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe Mitarbeiter gefragt, wie seht ihr das? Und was man nicht vergessen darf, ist, die sind vielleicht alle privat bei Facebook oder YouTube oder wie auch immer. Die Frage implizierte für die vielleicht aber auch zu sehr, naja, möchte ich da aktiv mitmachen? Mhm. Und sag ich mal, diese Bereitschaft zur Exponierung muss man in dem Punkt einmal für sich haben. Das hat bei mir, sag ich mal, eine Nacht kurz gedauert. Aber dann war für mich auch einfach klar, okay, jetzt bin ich sozusagen in dem Bereich drin und öffentlich sichtbar. Genau, das Mindset, den Schalter umzulegen, zu sagen, ich nehme das für mich an, ich bin bereit, persönlich da reinzugehen, auch wenn es vielleicht nicht meinem persönlichen Naturell entspricht. Aber das muss man eben tun, wenn man sagt, ich möchte am Markt erfolgreich sein. Denn die Marktbedingungen, und das ist ja nichts anderes als eine Marktbedingung, nämlich das Nutzerverhalten, die Aufmerksamkeit, über die wir ganz am Anfang geredet haben, ist nun mal auf diesem kleinen Smartphone-Gerät. Und wenn du dort nicht präsent bist, dann hast du einfach verloren. Dann hast du keinen Hebel. Und wie soll ein Unternehmen erfolgreich wachsen, wenn es keine Aufmerksamkeit erzeugt? Und natürlich fände ich es auch toll, ich schalte eine Yellow-Page-Ad, also gelbe Seitenanzeige, oder ich mache einen Radiospot und danach ist Ende. Und dann gebe ich dem 10.000 Euro demjenigen und der soll das verbreiten, bis zum geht nicht mehr. Aber so funktioniert die Welt nun mal nicht mehr. Die Wahrheit ist aber auch, man muss sagen, wenn man Verantwortung hat, jetzt sage ich mal bei uns, dann sind wir 20 Mitarbeiter plus Patienten, dann ist es nicht unbedingt entscheidend, wie ich persönlich das finde. So, richtig. Und es ist auch nicht entscheidend, ob ich persönlich... Es zählt nicht, wie du die Welt haben willst, es zählt so, wie die Welt ist. Klar, und für die anderen muss man sie machen, aber... Take it or leave it. Du kannst natürlich mitgestalten, aber... Im Endeffekt ist Mitgestalten ist schon sehr schwierig, weil da musst du schon, und dann wird es richtig anstrengend. Ja, wenn du sagst, ich gestalte die Zukunft mit, dann musst du ganz groß denken und die meisten sagen, okay, ich schwimme halt mit dem Trend mit. Aber ich kann sie ja im Kleinen mitgestalten. Ich kann sie ja für meine Unternehmen mitgestalten, klar, für meine Familie. Da bin ich, sag ich mal, relativ konservativ, wo ich immer sagen würde, das sind halt meine Hauptaufgabenfelder, sag ich mal, Familie, Betrieb und ich. Ja. Und das ist meine kleine Welt, in der kann ich natürlich... Die kannst du natürlich vollkommen gestalten. Ne? Das heißt, du hast ja verschiedene Einflussbereiche. Ne? Das heißt, du hast deine Familie und dann der Einflussbereich vielleicht die Verwandten, Freunde und Bekannten und dann kommt die große Welt. Und bei der Praxis ist es so, du hast deine Praxis, du hast Dienstleistungen, Zulieferer, das ist dann dieser Einflussbereich und dann kommt die große Welt. Ne? Und du kannst in jedem Bereich verschieden viel beeinflussen. In deiner Praxis kannst du fast alles beeinflussen. In deinem Einflussbereich, sprich Zulieferer, Kunden, Patienten, kannst du ziemlich viel beeinflussen und Politik, Wetter und so weiter kannst du fast gar nicht beeinflussen. Makrotrends, eben Social Media, da musst du dann eben dich den Trends anpassen. Oder du musst, sagen wir mal so, Darwin hat schon gesagt, nicht der Größte und der Stärkste gewinnt, sondern derjenige, der sich am schnellsten den Gegebenheiten anpassen kann. Gut, aber wie viele siehst du, die verwalten und auch im Kleinen verwalten und nicht anpassen? Ich meine, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo die Spreu sich vom Weizen trennt, unternehmerisch. Ja, glücklicherweise. Ich sage, wenn man wettbewerbsaffin ist, muss man sagen... Glücklicherweise. Wenn jeder Vollgas geben würde, wäre es schwer, sich vom Durchschnitt abzusetzen. Genau. So ist das. Das heißt, ich meckere ja auch nicht darüber, dass viele in unserer Branche schlafen. Trotzdem habe ich es mir mit meinem Unternehmen, mit Implacheck, trotzdem zur Aufgabe gemacht, die Ärzte, die sichtbar werden wollen, sichtbar zu machen, aber natürlich auch mit einer gewissen Wertschöpfungskette dahinter. Natürlich. Ne? Also das ist das, was man in der Zukunft auch beachten muss. Und ich glaube, dass auch so diese Plattformen und diese größeren Dinge immer wichtiger werden. Die werden wichtiger. Was sich, nur um es kurz zu sagen, letztlich geändert hat, ist die Wahrnehmung auch der Patienten. Also in welchem Alter ist man auf welchen Plattformen? Das ist bei uns falsch drin. Also Facebook ist, glaube ich, 30- bis 50-Jährige, die ich dort finde. Bis 75. Ja, oder noch, also ist auch mein Eindruck, dass die 60-Jährigen, die 70-Jährigen teilweise stärker noch unsere YouTube-Videos angucken als die Jüngeren.
Aber das hat was damit zu tun, welchen Content du auslieferst. Ja, klar. Auch, das Creative, also sprich das, was du sagst in einem Video, ist natürlich maßgeblich dafür, wer sich anguckt. Wenn du Videos über Aligner machst oder Videos über Veneers, hast du eine andere Zielgruppe, die es anschaut, wie als wenn du über All-on-4 redest oder über Zahnimplantate. Klar, das ist der Bereich, den ich steuern möchte, aber worauf ich nur wollte, es war einfach, in den Köpfen ist häufig noch drin, es sind die Jungen, die ich anspreche. Nein, es sind alle Patienten, die ich dort anspreche. Nee. Genau. Also es sind über 90% der Leute mobil auf einer der sozialen Plattformen unterwegs. Über 90%. Wir sind da, wo das Fernsehen vor 30, 40 Jahren war. 50 Jahren vielleicht. Also das ist jetzt der Anfang einer ganz großen Ära von Social Media oder von... Es kam irgendwann das Grammophon, dann kam irgendwann das Radio, ja, dann kam irgendwann TV, dann kam irgendwann das Internet, Desktop und jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo das Internet mobil komplett den Markt durchdrungen hat. Jeder hat zu jeder Zeit das Internet dabei. Er hat es überall dabei. Es werden vor allem auch die verschiedenen Kanäle bespielt. Ne? Also früher haben wir vom Fernsehen gesprochen und haben gemeint, was ich, ARD, ZDF. De facto hatten wir auch nur dieses eine Gerät. Jetzt reden wir darüber, dass die Leute bei der Arbeit, im Auto, wo auch immer, immer eine Social-Media-Anbindung haben. Ja. Und das auch aktiv wollen. Selbst unser Kühlschrank hat es genau sehen wollen. Also im Endeffekt und, ist... Da muss ich dabei sein, ja. Also dieses First Medium, sag ich mal, das, was ich als erstes in die Hand nehme, wenn ich Freizeit habe, ist mittlerweile das Smartphone. Es ist nicht mehr der Fernseher, den ich als erstes anschalte. Den Fernseher schalte ich eigentlich auch nur noch an, um ins Internet zu gehen und Netflix anzuschauen. Und das Krasse ist, wenn du jetzt wirklich noch eine Company bist, die wirklich noch in TV-Ads Geld steckt, bist du wahnsinnig. Weil was ist das Erste, was passiert, wenn du... sag ich mal, du guckst wirklich vielleicht noch TV und es kommt dieser Werbeblock von 5 Minuten. Was ist das Erste, was du machst? Ja, wegschalten. Du schaltest weg oder du nimmst dein Smartphone in die Hand und machst das, was du wirklich machen willst. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist in dem Punkt gerade präsent zu sein, wenn derjenige wirklich die volle Aufmerksamkeit auf dem Smartphone hat. Wenn derjenige die volle Aufmerksamkeit hat auf diesem Podcast. Wenn derjenige die volle Aufmerksamkeit hat und sich gerade aktiv ein YouTube-Video anschaut. Denn wir sind weggegangen von diesem passiven, das Programm wird vorgegeben und ich habe vielleicht 15 Kanäle oder am Anfang vielleicht irgendwann nur 3 Kanäle hinzu. Ich kann mir ganz genau aussuchen, welche Art von Content ich zu jeder Zeit meines Lebens konsumiere. Wir haben es zum Beispiel aufgenommen, wir haben gesagt, okay, es gibt ja im Berufsalltag so Fragen, die ein Patient immer stellt. Ja, wiederholbare Fragen. Ständig die gleichen Fragen. Was darf ich danach essen? Wie kriege ich meine Schwellung runter? Was kostet ein Implantat? Und so weiter und so fort. Und diese Fragen immer wieder neu zu beantworten, ist eigentlich Unsinn. Denn man kann das einmal vernünftig beantworten im Internet, nämlich auf YouTube oder irgendwo anders. Und dann den Patienten, nutzt du das in deiner Aufklärung? Wir nutzen es noch jetzt aktiver, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir hatten zurzeit so ein bisschen das Problem, wir haben gesagt, okay, die Fragen, die ständig gestellt werden und die einen ja irgendwann auch nerven, dann machen wir ein Video und stellen es zur Verfügung. Und jetzt verknüpfen wir es direkt mit der postoperativen Aufklärung, dass wir sagen, guckt es euch bitte bei YouTube an. Machen wir auch. So, und das ist der entscheidende Punkt. Am Ende sind die krankgeschrieben an dem Tag. Sie wollen ihre Ruhe haben. Sie spielen mit dem Smartphone oder möchten es vielleicht auch nochmal wiederholen. Sie möchten es vielleicht vorher schon sich anschauen, vor dem Eingriff. Ja. Sie wollen wissen, wie was abläuft. Und ehrlich gesagt ist das ja auch etwas, was man selbst auch will. Ja. Ja, also ich hätte es auch viel, viel lieber, wenn ich mir vorher anschauen kann auf dem Video, was soll ich danach beachten. Ja. Ja, und das sind Dinge, die wir jetzt einfach, wo unser Ziel ist eigentlich eine viel stärkere Vernetzung der verschiedenen Quellen, dass wir es hinkriegen und das ist vielleicht dann auch der Plattformgedanke, den man da treffen kann, ob man da jetzt, da muss jeder entscheiden, wo er es macht, ob er sagt, er macht es auf seiner eigenen Homepage und verknüpft es dann mit YouTube und Facebook oder ob er sagt, er geht zu Yameda oder wie auch immer. Ja. Aber am Ende muss ich schon dazu sehen, dass ich als Zahnarztpraxis eine Plattform, auf einer Plattform bin, wo ich diese unterschiedlichen... YouTube ist auch eine Plattform. Ja, aber ich muss unterschiedliche Plattformen wieder zusammenführen. Genau. Na, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache nur YouTube, sondern ich muss schon sagen, okay, ich möchte alles zusammenführen. Ja. Und YouTube sind Videos. Richtig. Sag ich mal, Facebook ist wiederum für denjenigen auch vielleicht gedacht, der möchte wissen, wie lebt diese Praxis. Da ist vielleicht auch mal das Foto vom Geburtstagskuchen oder eine Mitarbeiterehrung 30 Jahre, da macht man vielleicht ein Video. Ne? Aber da bediene ich ein unterschiedliches Gefühl und da muss ich halt hin. Also auf jeder Plattform sind die Leute mit einem verschiedenen Mindset unterwegs. Zum Beispiel auf YouTube sind viele Leute unterwegs, eigentlich fast wie auf Google, dass sie entweder die Lösung für ihr Problem suchen, sie geben es bei YouTube ein,
oder sie wollen entertained werden oder sie wollen, sag ich mal, Zeitvertreib. Auf Google sind die Leute immer in dem Mindset unterwegs, dass sie eine aktive Intention haben, ein Problem gelöst zu haben. Auf Facebook und Instagram sind die Leute in dem Mindset unterwegs, ich bin im Freizeitmodus, beziehungsweise ich konsumiere jetzt eigentlich leichten Content. Und wenn jemand zum Beispiel auf Yameda ist, ist er meistens in dem Mindset unterwegs, ich versuche ein qualitatives Merkmal von einem Arzt, sag ich mal, einzuschätzen. So, das heißt, was meine Herausforderung ist, wir haben, wenn es, sag ich mal, vom ersten Bewusstsein des Problems bis hin zur Buchung oder sagen wir mal, bis derjenige in der Praxis ist, haben wir eine sogenannte Patienten-Journey. Das heißt, derjenige hat verschiedene Touchpoints auf dem Weg, an denen er mit dir oder mit einem Konkurrenten in Verbindung kommt. Und der perfekte Job im Marketing ist es ja, zu sagen, ich bilde jeden dieser potenziellen Touchpoints optimal ab oder zumindest gebe ich mir Mühe, ihn möglichst optimal abzubilden, um auf diesem Weg Vertrauen aufzubauen. Das heißt, du kannst an jedem Touchpoint entweder auf das Vertrauen einzahlen oder du machst eine Abbuchung, wenn die Kommunikation eben nicht so ist, wie sich die der Patient vorstellt. Das wird ja automatisch passieren, dass man einige Patienten trifft man im Tonfall, den anderen vielleicht nicht. Klar. Ein Wort, sag ich mal, was ich, sag ich mal, ein bisschen reduzieren müsste, du hast eben gesagt, optimal. Das ist, sag ich mal, als Ziel wichtig. Meine Erfahrung war eigentlich in der Produktion, das Wichtige ist, anzufangen. Schlicht und ergreifend anzufangen, klar, auch wenn es nicht optimal ist. Optimal bedeutet 80-20 Pareto-Prinzip. Klar, aber auch lieber zwei Content-Pieces mit 80% als gar keins mit 110. Ja, ja, aber das deutsche Denken dahinter ist immer so nach dem Motto, wir machen eine Planung und wir machen eine Strategie und, genau, und dann, genau, dann wollen wir das perfekt umsetzen. Dann würde ich immer, ja, sagen, das ist Murks. Richtig, anfangen, ist den Team-Spirit schaffen. Ja. Da sieht man dann auch plötzlich Mitarbeiter, die mitkommen oder mitmachen, andere nicht mitkommen. Und am Ende ist es wenig Zeitaufwand, muss ich sagen. Also zumindest mit dem, was wir jetzt gemacht haben, wenn ich das einschätzen würde. Wir haben, glaube ich, mittlerweile in der Woche ein oder zwei Videos und sonstiges noch dazu. Mhm. Da haben wir sicherlich aktuell, also bis dato, das wird jetzt ein bisschen mehr werden, aber vielleicht anderthalb Stunden in zwei Wochen für aufgewandt. Ja. Wenn bei uns das ist es noch ein bisschen was anderes. Jetzt mehr, wir stellen eine Mitarbeiterin jetzt frei, die dann einfach zwei Stunden das macht. Perfekt. Aber trotzdem, wenn ich es in Relation setze und gucke mal Input, Output, Kosten, auch was kostet mich die gelben Seitenanzeige, was kostet mich Facebook oder wie auch immer, dann ist es relativ, ist es vom Arbeitszeitkonto, was ich einzahle, wenig und von den anderen Kosten auch. Und also die technische Ausstattung auch. Das ist ja genau das. Massiv unterschätzt. Ja, ja, ja. Also das ist ja das, was viele Praxen als Einstiegshürde davon abhält, anzufangen. Wir haben ja, wir betreiben ja auch eine eigene Plattform, die ja Implacheck heißt, die den Kanal jetzt regelmäßig folgen, werden die Plattform bereits kennen. Die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, also Zahnärzte oder Implantologen. Implacheck ist eine Plattform, die sich zum Ziel gemacht hat, Experten auf ihrem Gebiet wirklich sichtbar zu machen. Das bedeutet, wir wollen zum einen über diesen Plattformgedanken, den wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, unsere Reichweite nutzen, um Patienten mit den dementsprechenden Behandlern zu vernetzen. Aber wir unterstützen eben auch nicht nur über diese, sag ich mal, vielleicht etwas passivere Marketingstrategie, wo wir sagen, okay, jeder hat auf der Plattform seine Landingpage, seine Webseite und der Traffic, der auf die Seite kommt, der verteilt sich automatisch, weil wir haben eine Implantologensuche und wenn jemand jetzt zum Beispiel in Brakel oder in Herne in der Nähe eben was sucht, dann wird der Implantologe oben ausgeworfen. Man kann sich die Landingpage anschauen und bei dem direkt online einen Termin buchen. Aber wir unterstützen auch aktiv im Marketing diese Praxen, dass wir sagen, okay, genau das, was ihr jetzt macht, Social Media, haben wir Pakete, wo wir das genau für diese Praxen abbilden, dass die eben nicht diesen Stundenaufwand, diesen Anfangsaufwand, diesen Equipmentaufwand haben, den viele scheuen, und betreuen die eben auch im Performance-Marketing, das heißt schalten Ads und all das. Glaubst du, und das ist jetzt einfach mal eine Einschätzung, weil du bist ja selber auch Mitglied bei Implacheck. Glaubst du, dass das ein Gedanke ist, der für viele Praxen eine Lösung darstellen könnte? Oder sagst du, jede Praxis muss unbedingt, sag ich mal, intern, in-house alles selber lösen? Weil du machst ja jetzt auch on top noch mehr als das, was jetzt über die Plattform läuft. Also ich habe zu Implacheck im Prinzip zwei Gedanken. Der erste war, was man dazu sagen muss, was die Plattform unterscheidet von anderen ist, dass es eine, sag ich mal, eine sinnvolle Qualitätsauswahl gibt. Du hast es gesagt, ihr sucht Experten. Das finde ich immer schwierig bei anderen Plattformen, wo man sich reinkaufen kann.
ne, wo ich im Prinzip für 2000 Euro im Jahr Experte bin. Richtig. So, und da mögen mir die Journalisten, sag ich mal, heute gnädig sein, aber ich behaupte mal, ein Journalist kann es fachlich nicht einschätzen. Er kann nicht einschätzen, ist die Expertise da? Und er kann, was bei uns auch mit drin ist, es gibt ja diesen Kostenrechner, damit ein Patient abschätzen kann, was kostet ein Implantat. Genau, eine Orientierung. Eine Orientierung, aber eben auch ohne Verwendung von minderwertigen Materialien. Richtig. Wir hatten ja letztlich mal diesen Brustskandal mit den Silikonimplantaten, die aus Frankreich und vom TÜV geprüft wurden. Ja. Und das sind halt Dinge, die spiegeln sich auch im Preis wider. Das ist erstmal so der erste Aspekt. Genau, es geht hier nicht um Dumping, sondern es geht um Transparenz. Das sind zwei Dinge. Es geht auch nicht um Preisvergleich, sondern einfach um Orientierung. Richtig. Ja? Und der andere Punkt, finde ich, grundsätzlich ist es so, dieses Netzwerk gewinnt natürlich durch die Stärke der Einzelmitglieder. Das ist halt bei einem Netzwerk immer so. Ja. Ne? Sonst hätte ich kein Netzwerk. Und dann muss ich halt immer gucken, wie ist die einzelne Partnerpraxis aufgestellt. Wenn das jemand ist, der sagt, ich delegiere alles, ich gebe alles nach extern ab. Das ist vielleicht die Praxis, die sagt, ich mache ein Factoring, ich gebe die Abrechnung nach außen, ich gebe keine Ahnung was, die Personalsuche nach außen, ich gebe dieses und jenes sofort immer zum Steuerberater, die wird natürlich eher sagen, ich brauche einfach einen Partner, der mir das bereitstellt und der will das auch so. Der möchte das geliefert bekommen und für den ist das perfekt. Es wäre, für andere ist es wiederum weniger. Ich bin ein bisschen so gestrickt, dass ich sage, ich möchte möglichst viel Kompetenz, sag ich mal, im Unternehmen haben. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, auch jetzt, sag ich mal, während der Corona-Krise, es ist hilfreich, eine breite interne Aufstellung zu haben. Ja. Ja, das ist vielleicht dann schlecht, wenn in 10 Jahre lang, sag ich mal, als Beispiel nur KFO gemacht wird in Deutschland. Ja. Dann habe ich halt als Oreicheruck ein Problem. Aber am Ende gleicht sich es dann letztlich dann aus. Ja. Und trotzdem sehe ich es so, dass es auch für mich als Teil des Netzwerkes einfach gut ist, wenn die anderen Partner, die vielleicht sich anders aufstellen, auch unterstützt werden. Das ist ja ganz klar. Genau. Ich meine, deswegen hast du ja jetzt... Ich gewinne ja nur dadurch. Genau. Deswegen hast du ja eigentlich auch mehr oder weniger das Listing auf der Plattform. Aber du hast jetzt zum Beispiel nicht das Social-Media-Paket, weil du sagst, Social-Media ist für mich ein internes Ding. Und wir haben ganz viele Praxen, die teilweise zum Beispiel sagen, okay, ich will Social-Media nicht, aber ich will Google AdWords und ich will das Listing auf der Plattform. Und wir haben natürlich auch Praxen, die alle drei Pakete haben und sagen, ich bin damit mega zufrieden und gebe vielleicht noch ein bisschen was an eigenem Content rein in das Ganze. Ja, das ist ja das Interessante, dass ich als Partner eben auch sagen kann, okay, ich nehme nur einen Teil. Also vielfach ist es ja so, dass wenn ich mich auf einer Plattform bewege, habe ich immer den Eindruck, es geht eigentlich darum, das Premium-Paket zu verkaufen. Das ist ja bei vielen der Fall. Ja, dass man sagt, recht. So dazwischen, das wird immer so ein bisschen liederlich gemacht, so nach dem Motto als Einstieg, wo man einfach sagt, und so verhält man sich ja letztlich bei meisten Dingen auch, dass man sagt, entweder habe ich das Basispaket, was mich nichts kostet, oder ich habe eben das Premium-Paket. Das ist ja in vielen Dingen so. Und da glaube ich, das war so ein Trend in den letzten 10 Jahren, wo man immer gesagt hat, entweder, sag ich mal, Gucci oder Altkleidersammlung in der Richtung, ne? So wird sich ja gekleidet. Und dazwischen gab es plötzlich nichts mehr. Und jetzt muss man sagen, dazwischen gibt es schon noch was. Und das ist durchaus interessant zu sagen, okay, dann buche ich vielleicht dann eben nur die Unterstützung für Facebook oder für Homepage oder was weiß der Geier, was mir in meinem Unternehmen als Baustein fehlt. Richtig. Ja, das ist auch das Ziel, was wir machen wollen. Ich merke, dass ganz viele Praxen in Deutschland eben mit diesem Thema strugglen. Wir haben gerade momentan einen sehr großen Ansturm auf diese Social-Media-Sache, weil genau das, was du im Unternehmen machen willst, wollen die meisten eben nicht selber machen, sondern sie wünschen sich genau diese Unterstützung, dass sie sagen, okay, wir haben eine professionelle, aber auch authentische Content-Produktion, die wir in den Praxen ja machen, und sagen, okay, wir möchten das von der Praxis aber so weitestgehend von der Backe halten und sagen, dann produzieren wir an einem Tag wirklich für 4 Monate vor und haben dann aber für 4 Monate wirklich guten Content, den wir ausliefern können, sodass die Praxis erstmal 4 Monate Peace of Mind hat. Das ist bei uns in Herne natürlich überhaupt nicht so, weil wir jeden Tag Content produzieren und es Teil unserer Unternehmenskultur ist, aber nicht jede Praxis möchte das für sich. Gut, das ist aber auch eine unterschiedliche, sag ich mal, unternehmerische Situation, in der ich mich befinden kann. Beispiel ist, wenn ich mich niederlasse, habe ich vielleicht ein Personalproblem am Anfang, habe das Personal nicht. Oder ich habe vielleicht trotzdem erst recht den Spirit zu sagen, ich mache das.
je nachdem, wie ich drauf bin. Wenn ich aber in einer Situation bin, wo ich plötzlich merke, ich bin jetzt hier schon 15 Jahre niedergelassen und neben mir poppen plötzlich 5 Kollegen auf, die sehr aktiv sind, dann habe ich vielleicht auch nicht die Zeit zu sagen, ich suche mir 2 oder einen Mitarbeiter raus, der das macht. Und den muss ich auch noch führen und trotzdem muss ich den, dass ich jemanden habe, der das macht, heißt ja noch lange nicht, dass derjenige wirklich qualifiziert dafür ist, weil du kannst dir natürlich einen richtigen Social Media Manager von extern, der hat aber wiederum nicht die Fachbranchenkenntnisse. Das heißt, der eigentliche Königsweg ist ja zu sagen, ich nehme mir eine eigene Mitarbeiterin, die Bock drauf hat und gibt dir die Ressourcen, um sich selber weiterzubilden. Aber ich muss ein Stück weit mitziehen, sonst kann ich die überhaupt nicht kontrollieren und auch einschätzen, ob das, was sie da macht, gerade gut ist. Also das ist schon, ist nicht zu unterschätzen, der Aufwand. Das muss man echt wollen, sonst wird es schwierig. Ja, das ist das. Ich glaube, das ist das, was uns vielleicht auch von anderen größeren oder anderen Portalen differenziert ist, dass es ein Konzept von Zahnärzten oder von Implantologen für Implantologen ist. Und bei uns macht zum Beispiel das Community Management auch nicht irgendein Externer, der nichts von der Branche versteht, sondern das machen bei uns ZFAs, die auch im Community Management wissen, wenn jemand zum Beispiel fragt, bei mir hat sich jetzt ein Bracket gelöst, was kann ich machen? Und nicht irgendeinen Unsinn, ein Smiley oder sowas schreibt, sondern wirklich ein aktives Community Management macht. Und die Content-Produktion kann auch ganz anders gesteuert werden, weil wir wissen, welche Dinge eben in unseren Kanälen funktioniert haben und bei den Kanälen unserer Kunden, weil wir eben nur Zahnärzte haben und nicht auch Friseure, keine Ahnung, Maschinenbauer und wer weiß wen. Ne? Nein, die haben andere Probleme. Genau. Und viele Agenturen arbeiten dann irgendwie mit irgendeinem generischen Stock-Content. Und das kann man sich heutzutage in 2020 einfach kneifen, weil das will heutzutage niemand sehen. Die Leute wollen echte Menschen mit echten Emotionen und Relevanz für ihr Thema. Das ist vor allem auch der Punkt, wo ich dann wiederum Patienten verlieren kann. Na, also was angesprochen wurde. Schlechtes Social Media ist schlechter als gar kein Social Media. Ja, wobei richtig, richtig schlechtes kann dann ja wiederum... Dann ist es Slapstick, ja, dann ist es Slapstick. Genau. Aber dann ist es auch wieder gewollt und wenn es gut gemacht ist, gibt sehr viele große YouTube-Kanäle, die genau damit ihr Geld verdienen. Ich hoffe, wir haben kein Slapstick heute gemacht. Nein. Abschließende Frage. Möchtest du den Hörern, vor allem Zahnärzten, Unternehmern, irgendwie noch was mitgeben? Einen speziellen Gedanken, wo du sagst, Mensch, das möchte ich vielleicht am Ende nochmal mitgeben, das sollte man beachten? Speziell ist auf Social Media bezogen. Speziell, ja, sagen wir mal auf den großen Rahmen unseres Themas Unternehmertum, Wachstum, Social Media, Marketing. Wichtig ist vor allem, ein eigenes reflektiertes Mindset zu schaffen. Das ist das, was ich meinte mit abseits gucken, gucken, wer ist der blinde Punkt, das bin ich häufig selbst. Ich definiere letztlich durch mein Verhalten, durch mein Auftreten und durch mein Sprechen, wie sich meine Umgebung verhält. Und das ist, glaube ich, das, was man als erstes für sich realisieren muss und wo man dann manchmal auch ins stille Kämmerlein gehen sollte, gerne auch mit einem Buch oder wer heute möchte mit einem E-Book und einfach mal abseits liest. Andere Management-Literatur in den USA sehr stark geprägt von den Sozialwissenschaftlern, die da viel, viel offener sind, auch in der Wirtschaft, die sich viel stärker auch damit beschäftigen, wie treffe ich Entscheidungen, wie treffe ich richtige Entscheidungen, was muss ich bei Entscheidungsfindungen berücksichtigen. Das hört sich sehr technisch an, aber das sind alles Dinge, die, wenn man sie verinnerlicht hat, am Ende das Unternehmertum einfacher machen und auch dazu führen, dass es Spaß macht. Denn das ist der zweite Punkt. Ich bin in der glücklichen Situation, nicht das System zu ändern, aber ich kann eben meine lokale Umgebung gestalten. Und das können eben 90% derer, die in Deutschland angestellt sind und das für sich nicht verinnerlichen, eben nicht. Ja. Und da sollte man als erstes einfach dankbar sein, dass man das machen kann. Absolut. Der zweite Punkt ist, Mitarbeitern Vertrauen und Aufgaben geben. Die werden in der Regel, du hast es bei den ZFAs angesprochen, unterschätzt und dann sagt man eben, naja, man braucht einen externen Social Media Manager, der sonst Social Marketing für Friseure macht. Ja. Braucht man nicht. Man kann Implacheck auch mit ZFAs oder Helferinnen aufziehen. Das geht. Ja. Also da vertrauen. Und der dritte Punkt ist Plan, Jahresplanung, Quartalsplanung, 7 Jahre Lebensplanung. Das ist das, was ich so mache, beruflich, privat, einfach zu gucken, wo will ich dann sein? Welche Zwischenschritte sind das? Dann stellt man nämlich eins fest, wenn man 7 Jahre plant, man plant in der Regel zu wenig,
oder stellt sich zu wenig vor und man ist nach, wenn man das auf die Einzelschritte runterbricht, sich selbst auch, sage ich mal, getriggert hat, was will ich in 7 Jahren erreichen, dann, das ist dieses berühmte, wenn ich ein Auto, wenn mein Auto kaputt ist, ich über Lauthäuser, wenn ich mich drauf triggere, in 7 Jahren möchte ich eine erfolgreiche, breit aufgestellte Praxis haben, ich möchte, dass ich beruflich und privat da und da stehe, treffe ich Entscheidungen runtergebrochen aufs Jahr und aufs Quartal, die richtig sind und die im Einzelfall dann auch einfach sind. Absolut, also Zielklarheit, runterbrechen auf die kleineren Timeframes, also du musst wissen, wo der Horizont ist. Und dann kannst du von da aus sozusagen Backwards Planning, die Oralchirurgen werden es wissen, Backwards Planning des Erfolges. Im Prinzip mit nichts anderes. In immer kleinere Scheiben und irgendwann kommt man dann auf die Handlungsebene, was ist der nächste Schritt? Also zu wissen, wo ist ganz weit weg und was ist der nächste Schritt? Und alles andere dazwischen ist nur Zeit. Und das ist relativ einfach. Ich sag mal, heute war der erste Schritt zum großen Ziel, morgens aufstehen, ins Auto fahren und nach Herne fahren. Ist eigentlich ziemlich einfach. Super. Ich hoffe, dass ich dann in 7 Jahren auch da stehe, wo ich bin. Super, das sein will. Ich sage ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Wenn das Thema Marketing für dich und deine Praxis etwas ist, wir haben eine Webseite, die nennt sich www.dental-performance-marketing.de. Wir verlinken diese Seite unten in den Shownotes, in der Beschreibung. Dort findest du zum einen alles über das Thema Implacheck, wenn das für dich, für deine Praxis vielleicht interessant sein könnte, wenn wir dich nach vorne bringen können in der Expertenwahrnehmung, in dem mehr Attention, mehr Aufmerksamkeit für deine Praxis in dem Bereich Social Media und Google. Und dort haben wir außerdem einen 2-stündigen Marketingkurs zum Thema Marketing, wo ich und der Christopher Götel, das ist ein Spezialist für Marketingautomatisation, in 2 Stunden unser gesamtes Wissen, unglaublich genialer Kurs, wo viel Arbeit reingeflossen ist, der ist auch wirklich genial. Musst du dir auch auf jeden Fall mal anschauen. Den kannst du dir runterladen, einfach dort registrieren und ja, dort findest du auch die Kontaktdaten und findest uns mit Implacheck, um deine Praxis weiter nach vorne zu bringen.